Die dritte Trainingswoche, die zweite Einheit. Heute 28 Minuten. Wir rennen gleich mal los. Beneath the setting sun, my body spans infinite grains. The universe in each enters skin and blood. I become the beach, last streak of light and lapping wave. Wir werden gleich ungefähr 4 Minuten laufen. Besser gesagt, dann rennen. Bau Dynamik auf. Los geht's. Bist du bereit? Boom. Die menschliche Bewegung ist vom Laufen geprägt. Jeder entwickelt einen eigenen persönlichen Laufstil. Da dies die eigene Körpersprache und das Körpergefühl widerspiegelt. Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, ist es selbstverständlich, dass man ständig einen Blick auf eine gute Lauftechnik richtet. Man spricht vom Vorfußlaufen beim Läufer, der automatisch auf dem Mittel- und der Vorfuß landet, während der Fersenfußläufer passiv in den Schritt hineinfällt und die Stoßkraft von der Ferse unsanft in den Körper leitet. Es gibt eine Vielzahl von Fersenläufern, die keine Probleme spüren und dann auch keine Notwendigkeit sehen, ihren Laufstil umzustellen. Empfehlenswert ist es, die Kontrolle über den eigenen Laufstil zu gewinnen, um regelmäßig zwischen Fersen- und Vorfußlaufen abwechseln zu können. Dadurch können wir Lauftechnik schnell dem Gelände oder das Laufgelände entsprechend anpassen. Der Körperschwerpunkt liegt vor den Hüften und schwenkt auf und ab, wobei die Tendenz nach oben geht, während die Hüfte eine möglichst geringe Absenkung beim Aufprall aufweist. Knapp vor der Körperachse setzt der Fuß auf, die Hüfte nach vorne unter dem Körperschwerpunkt, während du beim Abstoß Knie und Hüfte streckst. Der Schritt fließt harmonisch und sanft, ohne dabei die Schrittlänge überzustrapazieren. Der Rumpf ist leicht nach vorne gebeugt und stabilisiert die gesamte Laufbewegung, während das Steißbein leicht nach unten gerichtet ist und die Bauchmuskulatur und Lendenwirbelsäule stabilisiert, um ein Hohlkreuz zu vermeiden. Hände sind entspannt und leicht geöffnet. Unter- und Oberarm bilden einen rechten Winkel, während die Arme seitlich mitschwingen. Schultern locker und entspannt, Körper aufgerichtet, mit dem Blick voraus. Noch 1 Minute.
Super, du hast schon deinen ersten Intervall erfolgreich überstanden. Hast du dein Bestes gegeben? Bist du dein Bestes? Das Beste zu sein, was wir sein können. Was kannst du heute dafür tun? Möchtest du wirklich ein glückliches, vitales, rundum erfolgreiches Leben? Dann musst du 100% Verantwortung dafür übernehmen. Verantwortung für dein eigenes Verhalten. Noch eine Minute Recovery und schon geht's wieder weiter. Genieße. Sammel deine Kräfte. Wunderbar, es geht weiter. Running time. Erinnere dich an deine Körpertechnik. Thank you.
Du hast es gleich geschafft. Gleich kommt eine kleine Recovery-Einheit. Atmung fließen lassen. Schultern lockern. Einen Moment auslaufen. Egal wie viel Gewicht du mit dir rumschleppst, die mit Abstand größte Masse, die wir im Leben mit uns herumschleppen, ist unser Ego. Effizient, wirtschaftlich und ökonomisch ist es, sich davon zu trennen, davon zu lösen. Du hast es gleich geschafft. Es geht weiter mit einem Run, mit einer Megadynamik natürlich. Zentrieren, Kräfte sammeln. Fokus. Bam. Hit the road. Schlägt nun Halbzeit. Deine vorletzte Renneinheit.
Bleib zuversichtlich. Du hast wieder eine ganze Menge geschafft. Noch eine kleine letzte Erholung vor dem Run, vor dem ultimativen Run, vor deinem letzten Run. Der Zuversichtlich ist unverwundbar. Also sei zuversichtlich. Hey, das ist unsere erste 28 Minuten Trainingseinheit. Das ist eine ganze Menge. The last run, der letzte Lauf. Schau mal, ob es dir gelingt, innerlich das Gefühl der Liebe wahrzunehmen und spüren. Genau da, wo die Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. Die Liebe weist den Menschen seines Lebens Ziel. Vernunft gibt ihm die Mittel an die Hand, es zu erreichen. Minuten von 28. Fantastisch. Keep on running.
Nur noch eine knappe Minute bis zum Cooldown. Es geschafft. Recovery. Herzliches Dankeschön. Denke daran, den Puls zu stabilisieren, die Gelenke mobilisieren, sanftes Nachdehnen. Übermorgen geht's weiter.